Hallo meine Freunde. Ja, hi. Wir kochen heute mal wieder was. Heute bei mir aus dem Garten. Ist alles so, die ganzen Grillplätze sind alle ein bisschen matschig, deswegen mal heute von hier. Ich hoffe, der Verkehr wird uns dazu sehr stören. Und ja, was kochen wir denn heute, Eda? Ja, wir machen heute ein Gnocchi, 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 wie auch immer. Tomatenauflauf mit Mozzarella überbacken im Dutch Oven. Alleine sind wir natürlich nicht, die Hunde sind auch dabei. Hat sich zu Wort gemeldet. Perfekt. Ja, wir holen euch mal ran und dann zeigen wir, was wir alles so brauchen für den Auflauf, Topf, wie auch immer. Kochen tun wir wieder in einem 4-5er Dutch Oven und seid gespannt. Ja, wir brauchen heute für das Rezept verschiedene Gewürze und natürlich Zutaten, wie bei jedem Rezept. Und ich fange einfach mal hier hinten an. Olivenöl. Ich nehme jetzt hier erstmal ein einfaches Olivenöl. Nachher zum Verfeinern, zum Abschmecken, direkt an dem Essen kann man höherwertiges Olivenöl nehmen. Zum Braten nehme ich das einfache. Dann haben wir halt Basilikum. Kann man natürlich frisch nehmen, wenn man es hat. Ich habe jetzt das Trockengewürz. Man muss natürlich jetzt nicht auf Touren oder so die großen Dosen mitnehmen. Ich habe das alles klein abgefüllt. Aber für mich ist jetzt hier aktuell einfacher. Natürlich dementsprechend Salz, Pfeffer. Kann man nach Belieben und Geschmack auch mit dem Pfeffer variieren, ob man schwarzen, weißen oder rosa Pfeffer nimmt. Dann Gemüsebrühe, entweder selbst gemacht. Eine gute gekaufte oder Gemüsepaste von der Ela wie in dem letzten Video. Oregano kann man dementsprechend auch frisch nehmen. Thymian auch selbe. Knoblauchsalz hat irgendjemand mal bei mir in der Küche vergessen. Ich nehme normalerweise immer frischen Knoblauch, aber damit das jetzt dieses Jahr, Ende dieses Jahres abläuft, muss ich das auch mal verwenden. Und passierte Tomaten. Wir feinern das noch mit Zwiebelchen und Creme Fraiche, Creme Cuisine, Kochsahne, wie auch immer, nach Belieben, halt ab. Tomatenmark, ein kleines bisschen Zucker, also nicht wie bei dem letzten Video, Meersalz, also Meersalz. Hackfleisch. Rind. Also für die, die halt nur Rind essen möchten, können Rind nehmen. Also ich bevorzuge selber gerne Rind. Auch reines Rind. Ela hat es richtig gemacht. dann halt Mozzarella. Kann man halt den normalen Mozzarella nehmen oder manche Geschäfte führen auch, ich sag mal in Anführungszeichen, echten Büffelmozzarella mit einem Teil an Büffelmilch. Jo. Dann Gnocchis, Knockis, wie auch immer. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es irgendwie geschrieben kriegt, wie man es ausspricht. Und Cocktailtomaten. Ja, dann richten wir euch zum Topf aus und dann zeigen wir, wie wir anfangen, wie es weitergeht, was wir vorhaben. Mach das. Und das nächste Mal machen wir auch Videos mit Erste Hilfe, nachdem man sich den Finger abgetrennt hat. Ne, da ist jetzt wirklich was in Planung. Was heißt in Planung? Ich habe mit einem Bekannten gesprochen, ob wir auch Thema Erste Hilfe, Outdoor, ein bisschen was zeigen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert oder ob ihr euch denkt, nö. Der Hund, die Ronja möchte Kamerafrau werden. Ich muss das mal umparken. Jo, alles umgeparkt. Umparken! So! Einmal Biomüll. Erstmal Biomüll weglegen. Biomüll? Weg. Ja, Zwiebelchen sind geschnitten. Tomaten, die werden wir jetzt nicht großartig aufnehmen. Wir gehen jetzt schon mal
Richtung Lagerfeuer. Topfen wir gleich noch ein Stück runter. Also, die Zwiebelchen kommen einmal rein, dann einen Schluck Olivenöl. Ist ja sehr gesund. Die Hunde freuen sich auch schon, glauben, sie könnten was fressen. Sehr prima, gesunde essentielle Fettsäuren. So, das Rinderhackfleisch, das braten wir dann auch noch mit an. Na, eben mal aufschneiden. Dann, wenn das dann angebraten ist, kommt das Tomatenmark nachher noch dazu. Alle Hunde gehen weg. Gehen sie gar nicht. Jo. Ja. Jo. Bei dem Rezept natürlich kann man dann ein bisschen mehr Feuer machen. Wir brauchen da die Kohlen, um das dann zu backen. Das ist eigentlich ein Ofengericht, aber Dutch Oven ist ja nichts anderes. Also, der Ofen, genau. Von da. Eben mal ein bisschen würzen hier. Pfeffer auch. Soll ja auch ein bisschen was schmecken. Achtung, der Pfeffer, der ist sehr würzig. Kein Thema. Echt nicht. War jetzt viel. Auch nicht so viel, aber wir haben ja nachher Sahne und so bei. Ne? Ja. Das nimmt ja wieder ein bisschen Würze raus. Also ich kann euch sagen, es riecht schon mal gut. Ich rieche und schmecke nichts. Das ist verdächtig. Also, heute Morgen hat alles noch geschmeckt. Also, alles gut, keine Sorge, keine Panik. Falls ihr euch wundert, was das hier für Steine sind, Titte ist für größere Portionen essen. Kann ich halt einen Riesentopf draufstellen, wenn wir mal mit mehreren sind. Also nicht wundern, warum die so am Lagerfeuer stehen. Ja, einmal passierte Tomaten. Na, geh auf. Dann Creme, Cousine, Kochsahne, Knoblauchsalz. Anstatt des Knoblauchs. Ja, wunderbar. Das Salz brauchst du eigentlich nicht mehr anmachen, wir haben ja. Achso, wir haben ja Knoblauchsalz, genau. Entschuldigung! Kein Ding. So, nochmal ein bisschen Pfeffer. Ich habe mich heute Morgen schon voll drauf konzentriert, dass ich nicht auch irgendwie zu viel Salz dran mache. Thymian. Oregano. Ja,
Obst. Gemüsebrühe. Balsamico-Creme. Und Basilikum. Bitte rühren Sie jetzt. Und einen kleinen Klecks. Zucker. Sehr fein. Wenn man natürlich jetzt eine sehr, sehr süße Balsamico-Creme hat, dann kann man natürlich die halt irgendwie so eine günstige, die mehr Zucker drin hat als eigentlicher Geschmack, dann kann man davon ein bisschen mehr nehmen. So, das kochen wir jetzt einmal kurz auf. Und dann wären auch schon die Gnocchis. Können dann da noch ein bisschen Tomatenmark beimachen. Genau. Zum Abbinden hätte ich fast gesagt. Das machen wir jetzt nach Geschmack. Ich probiere das jetzt gleich mal, ob uns das tomatig genug ist. Und wenn nicht, da kommt nämlich das Tomatenmark dran. Da drin ein Löffel. So, Ila schmeckt jetzt mal ab. So geil, das schmeckt. Das wird richtig gut. Das ist doch schön. So. Ja, gleich haben wir zwar mal einen Suppenlöffel dabei. Wenn wir bei mir zu Hause sind, sonst würde ich ja das Pfännchen von meinem Titan-Topset nehmen oder so. Oder man würde mit einem Becher improvisieren zum Rausschöpfen vom Essen oder wie auch immer. Es gibt ja genug Möglichkeiten. So, rein mit dem Schätzchen. Und dann mal gucken. Ich muss noch Tomaten schnibbeln. Ja, ich will mal um. Ja, genau. Übernimm du mal. Wir haben ja ausreichend Hitze, können wir schon mal. Ja, ehrlich gesagt, das reduziert uns sonst zu viel ein. Schon mal hochholen. Mega cool, Sonne kommt raus. Das ist echt klasse. Da haben wir echt Glück gehabt. Die letzten Tage war das Wetter nicht so schön. Die stehen gut in Verbindung. Warum nicht? Die lösen sich aber gleich noch. Ja. Ja, hat jetzt mal gesehen. Leute, die sich einen neuen Dutch Oven holen, weil jetzt viele Zeit haben, draußen zu kochen, hatten sich gefragt, wofür das Loch hier an der Seite ist. Kann man ein Thermometer reinmachen, für die, die eins nutzen wollen, fürs Fleisch oder um die Innentemperatur zu wissen. Wenn man jetzt dann halt was backt wie im Backofen, dass man halt halbwegs die Temperatur einhalten kann. Ich bin eher so der Freund, dann lieber weniger Hitze und entschleunigt. Dafür länger als einmal zu heiß. Ja, jetzt kommen die Tomaten noch hinzu. Wir verteilen die Tomaten oben drauf. Unterheben, okay. Dann weiß ich Bescheid. So, das Finish. Jetzt soll ich noch ein bisschen Flüssigkeit reinmachen. Die Gnocchis haben gut Feuchtigkeit aufgenommen. Ja, ich würde auch sagen, so ein bisschen Flüssigkeit schadet der Sache nicht. Mal eben mit dem Mozzarella. Das kannst du dazwischen tun.
müssen wir uns gleich mal ein bisschen Platz machen, Feuerschale oder alternative Möglichkeiten. Und dann mal ein bisschen Hitze von oben geben. Wir holen uns gleich wieder dazu. Ja, wir machen jetzt hier drüben Feuer, dann können wir die Glut hier rüberholen und dann unten auf dem Dutch Oven verteilen. Wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, irgendwo einen Steinparkplatz oder mit dem Scotty Grill würde ich jetzt arbeiten, würde ich unten drunter Feuer machen und immer mir den Stück für Stück der Glut hochholen. Ja. Gibt verschiedene Möglichkeiten, muss man gucken, welchen Untergrund hat man, wo ist man. Wenn man Glück hat, hat man eine Feuerstelle. Jo, dann legen wir mal los. Lieblingsunterutensil auf Reisen, die Grillzange. Kann man alles mit umdrehen, packen, greifen. Auch die Holzkohle für den Dutch Oven. Kohle ist jetzt nichts Schlimmes, solange man nicht irgendwelche lasierten Hölzer verbrennt. Aber lassen wir uns mal das ganze Möbelzeug nachher schmecken an der Zange. Ne, Spaß. Ja, herzlich willkommen bei Elas Kochstudio. Wir machen jetzt das Unboxing. Extra mit Effektstaub. Der Dobermann freut sich auch. So, wollen wir mal gucken. Jetzt hänge ich hier an dem Bügel. Klasse. Wow. Das sieht mega aus. Hätte ein bisschen mehr gratiniert sein können, aber wissen wir fürs nächste Mal Bescheid. So. Mal gucken, was wir hier fabriziert haben. Okay, aber doch ein bisschen viel Flüssigkeit. Ich hatte die hier. Ach so. Willst du mehr? Das reicht erstmal. Okay. Danke. So, dann noch deine Löffel. Ja, heute mal ganz dekadent aus Haushaltsgeschirr. Wir holen euch gleich dazu, wenn wir es verkosten. Wir lassen es erstmal noch ein bisschen abkühlen. Jo, dann wollen wir mal verkosten. Das ist mega. Ich würde sagen, das hätten wir nicht besser machen können. Rezept tippe ich euch unten in die Beschreibung. Vielleicht kann ich mal ergänzen. Das Rezept ist nachgekocht. Ihr kennt ja alle die Maggi-Fix-Tütchen, die ich nicht verwende und ganz furchtbar finde. Und ich koche alle Maggi-Fix-Rezepte, die es auf den Tütchen gibt, mit frischen Zutaten nach. Und wer es kennt, glaube ich, schmeckt kein Unterschied. Die Konsistenz ist super, die Gewürze kommen klasse raus. Ich bin zufrieden, haben wir gut hingekriegt. Ja, vielen Dank an Ela für dieses aufregende Rezept. Total aufregend ist das. Total lecker. Mhm.
verdammt lecker. Ist schön die Sonne. Ich hoffe, dass wir es irgendwann mal wieder gemeinsam alle erleben können, dass wir zusammen am Lagerfeuer sitzen. Bis dahin müsst ihr euch mit den Videos vergnügen. Oh, hier staubt. Und nachkochen. Aber ich hoffe, es ist nicht mehr allzu lang. Für dieses Jahr ist ja ein großes Treffen geplant. Wir haben die Befürchtung, dass wir es absagen müssen, aber wir schauen mal. Moneypool wird eröffnet, kurzfristig dann, wenn wir mehr wissen, irgendwann im Sommer, Herbst. Und nach der Location schauen wir jetzt. Na, hat da ein Dobermann und ein Labradorhündin Hunger? Aber nur ganz geringfügig. Du weißt, dass du einen kürzeren ziehst. Tyson. Im nächsten Video Hotdog.